Willkommen zum Skype Showdown. Fünfter Jahrgang mit dem Coach und unserem Experte, Coach Haas. Willkommen, grossartig, dich hier wieder dabei zu haben. Wie geht's, Coach? Danke, sehr gut, wieder da zu sein. Ist es schon das fünfte Jahr her, das geht schnell. Mir geht's gut. Ich bin froh, Fußball läuft wieder. Auch sonst ist es gut Zeit gegangen, haben es gut überwunden, haben zum Glück mehr Covid gehabt. Alles gut, haben einfach Fußball vermisst und wir haben nicht mitgemacht im Herbst. Wir haben entschieden, nichts mitzumachen. Aber sonst geht es mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, jetzt können wir endlich los. Da freue ich mich auch, dass ich wieder dabei sein darf beim Skype Showdown. Sehr froh. Vielleicht los noch ein, zwei Mini-Kommentare dazu. Aber ich glaube, das ist ziemlich beliebt und von dem her bin ich froh, bin ich wieder da. Genau, es gibt ja jetzt mittlerweile ein paar andere Podcasts auch. Aber wir sind natürlich das Original, das sagen wir jetzt mal da. Und darum freut es mich natürlich auch, dass wir heute im fünften Jahr jetzt endlich wieder können starten können. Die Saison ist schon im Gang. Du bist auch voll wieder dran. Als Coach von Basel U19. Ihr seid sehr eindrücklich gestartet. Ein Sieg gegen den Meister Thun zum Saisonauftakt. Dann spielen wir ja auch noch Spiele in Deutschland. Haben Saarland Hurricanes weggeputzt, sage ich jetzt mal. Jetzt, nach dem Start, ihr sind Favoriten dieses Jahr in der U19. Nein, Favoriten. Ich meine, ich muss es immer wieder selber spielen, auch noch Del Curto-mässig. Gegen Thun, ja, Thun ist eine sehr gute Mannschaft. Das hat man auch im Herbst gesehen, wo sie die Championship gewonnen haben, die Herbst-Championship. Wir sind gekommen. Es gibt für kein Teams Ausreden. Wir haben alle keine Vorbereitung gehabt, Vorbereitungsspiel. So ein kleines Scrimmage haben sie gehabt. Wir haben nicht einmal das gehabt. Wir haben gegen Aarau eins gehabt. Aber ja, wir sind wirklich gut gestartet. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Schedule. Wir hatten noch 4 Wochen bei nachher. Darum spielen wir auch in Deutschland. Wir spielen ja dann auch noch gegen Darmstadt und gegen Freiburg auch noch. Gehen wir auch noch auf Deutschland über, dass wir einfach die Bye Weeks überbrücken. Aber zurück zum Tun, ja, wir sind sehr gut gestartet. Man darf nicht vergessen, wir haben 2 Rookie Quarterbacks. Man geht nie gerne mit 2 Rookie Quarterbacks in der Saison. Aber sehr, sehr gute Receivers, gute O-Line und sehr, sehr gute Defense. Und ja, man kann mit uns rechnen, dass ich hoffe, dass wir auch Kadertiefe für 36 Leute ist für Elite und 19 nicht schlecht. Da gibt es andere, die haben weniger. Es gibt natürlich auch andere, die mehr haben. Aber ja, das jetzt, Sonntag haben wir erst das zweite Spiel. Also man darf nicht zu früh zu euphorisch werden. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Mhm. Es sind jetzt so, eben so ein, zwei Spiele sind schon ein bisschen gespielt und so. Aber so rein von dem Resultat her. Scheint es, dass Gladiators, die Renegades, auch Tigers aus Thun und Seahawks aus Genf, die sind alle gut gestartet. Sind das auch so ein bisschen für dich, so die Top-Contender, was man jetzt schon sagen kann? Und Winterthur auch noch dazu rechnen, wo du nicht erzählt hast. Aber ja, das ist Zürich sehr kompakt. Die haben jetzt so die 2 Spiele gelockt, die sie hatten. Variante ist Offense und gute Leute in der Defense. Thun ist immer gut. Die haben jetzt Abgang von ihrem Star-Quarterback und trotzdem spielen sie immer noch gut. Silvano, der reinkommt, macht das sehr gut. Die werden mitkommen, wenn sie jetzt einen Match verloren haben. Und ja, das sind die anderen, die drin sind, so wie St. Gallen. Die Biel und so finde ich super, dass sie im Elite sind, aber die haben dann wie alle anderen Teams am Anfang ein bisschen Lehrgeld zahlen, ein bisschen lernen, ein bisschen machen, obwohl sie natürlich auch schon gute Resultate hatten. Broncos überraschen mich gegen St. Gallen, ich habe das dort im Livestream geschaut, das war natürlich auch das erste Spiel von der Saison, wie gesagt, ohne Vorbereitung, nichts. Sehr lauforientiert beide Teams und ich finde, man muss ein bisschen mehr Mix rein tun, wenn man nur so läuft, das wird dann ziemlich schnell gestoppt von den guten Teams, wenn ich es gerade so sagen darf. Und dann muss man hoffen, dass alle verletzt frei bleiben. So was ich gesehen habe von Kalander, ich meine, sie sind letztes Jahr im Finale bei U19 von dem Herbst. Ich nenne es halt immer noch Fun-Tournament, aber sie sind dort gewesen. Das Kadertiefe. Und das ist die große Sache bei der Elite, dass man, wenn man sich nicht verletzt, kann man gut haben. Wenn man sich verletzt, kann das schnell vorbei sein. Und ich möchte natürlich, bevor ich es noch vergesse, möchte ich dir natürlich noch gratulieren zum U16-Titel als Coach. Habe ich dürfen kommentieren, das Spiel dort. Lange her, danke. Oktober. Ja, jetzt denkt es wie eine halbe Ewigkeit her, aber immerhin, du bist Championship-Coach, gratulieren. Danke. Ich hoffe, ich kann das Jahr das Gleiche auch vollbringen.
Ja, danke, Coach. Ja, die U16-Mannschaft fährt dann im August an. Bis dorthin wird ja vor allem eben U19 schon angefangen. Jetzt gehen wir vielleicht zu den Grossen, zu den Erwachsenen. Bevor wir anfangen zum Sportlichen, Schweizer Football kriegt einen semi-professionellen Status. Unglaublich, dass man das so geschafft hat. Kann man eigentlich sagen, Corona hat am Schluss Football irgendwie so gerne noch ein bisschen auf die Landkarte gebracht, weil oft mal bei Swiss Olympic haben die dort müssen realisieren, die Sportart gibt es auch in der Schweiz. Was eigentlich traurig ist, weil rein von Interesse her, wenn man schaut, jetzt nicht nur Chur, ich meine, Basel hat gut zuschauen. Wir spielen, dann fangen alle ins Stadion. Der Ankauf gehört, dann fangen uns, die Fußballer mit Warten, wie wir ja und so. Und dann siehst du einen ACB Wasserball, wo ein Semi-Prof ist. Nichts gegen Wasserball. Marius, ein Kollege, wir spielen Wasserball. Aber sind wir mal ehrlich, ich meine, wenn die das dürfen, wieso nicht mehr? Ich sage nicht, wir sind besser als andere Sportarten. Aber wo wir auf Deutschland, also wo wir auf Deutschland sind, gegen Saarland, man darf noch nicht durch Rheinland-Pfalz fahren mit dem Bus. Und dann hat es geheißen, kein Problem, wir haben da Semi-Pro-Status, auch bei den Junioren, GFL, Juniors und dann ISO. Ja, mehr nicht. Da haben wir ein Schreiben gekriegt, haben das Deutschland gezeigt und zack, haben wir dürfen durch Deutschland fahren. Das ist, wo wir da groß sind, das sind Welten, die haben seit Jahren die Semi-Pro-Status in Deutschland. Wieso mehr nicht? Das verstehe ich nicht. Und jetzt ist endlich Zeit, dank Claudio Special, der sich dort reingeschmissen hat und geschaut hat und gemacht will. Nochmal, es kann nicht sein, dass andere Dinge haben, den Status und mehr nicht. Und ja, jetzt ist das nächste Projekt für Jugend und Sport und das macht ja der von Langenthal. Und dann hoffen wir, dass der Patrick, dass das auch bald kommt und dass unser Sport halt langsam wirklich immer größer wird. Aber ja, wie du gesagt hast, älter sind wir Semi-Pro und jetzt können wir in der Stadt sagen, we are Semi-Pros. Genau. Ja, ist halt eine Lobbyarbeit, das ist eine langwierige und schwierige Arbeit, aber eine wichtige, dass man den Sport weiterbringt. Übrigens, Skype Showdown, wenn man sich das überlegt, oder? Eben 5 Jahre. Und Skype jetzt in dieser Zeit von Homeoffice und so weiter, ist Zoom eigentlich, müssen wir es zum Zoom Showdown umnennen, weil jetzt auch Technik und so weiter ist Skype nicht mehr ganz so up to date. Leider sieht man auch jetzt ab und zu ein bisschen flackern. Da muss ich so viel sagen. Wir haben natürlich einiges an Zoom-Meetings gehabt mit dem Verein, also mit meinen Jungs, Offense-Meeting und so. Und dann. Mein Quarterback hat auch die Dinge reinblendet, die unsere Spielzeuge und alles, weil ich das hin und vorne nicht im Griff. Und dann hast du schon können so Excels oder PDF aufgetan und dann hast du können anzeigen mit dem Ding. Also das müssen wir in QB machen. Also beim ersten Mal bin ich dran, am Reden und dann sehe ich einfach so ein paar Fenster und alle winken. Wir denken so, winken die, wir haben das Mikrofon nicht gehört. Also, nein. Du bist ja nicht mehr der Jüngste, oder? Auch du bist nicht mehr der Jüngste. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Die Technologie holt mich auch ein. Und auch, ja, da sieht man auch sonst mit anderen Apps. Oder? Das ist nicht mehr das, was mal war. Okay. Gut. Aber wir können schon Zoom stellen, wenn wir es wollen. Nein, wir bleiben jetzt beim Skype-Showdown. Der Name, der ist jetzt schon ein bisschen drin in der Football-Szene. Also lassen wir das auch wenn wir da Werbung machen für Microsoft. Wohlgemerkt. Das hast du sogar zweimal laut gesagt. Ja, Microsoft gut. Haben wir vorher nie gesagt. Stimmt, aber Skype ist Microsoft, also könnten die uns eigentlich etwas sponsern, oder? Für das? Stimmt. Und ich bin aber am Apple iPad da. Ja, und ich bin auch am MacBook da. Genau. Also, sollen wir Geld verlangen für den? Gut, gehen wir zurück zu Football. Nazi A startet am Wochenende, aber zuerst schauen wir natürlich auf das CFL-Halbfinalspiel von der Broncos gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Die deutsche Vizemeister gewinnt 35-21, letztlich sicher verdient. Was war dein Eindruck von dem Spiel? Also ich habe 42-14 Tipp. Das ist auch das habe ich auch ein paar Posts gemacht für die Schwäbisch Hall. Einfach weil die schon ein Spiel haben, die haben glaube ich, schon 2 oder 3 Spiele gespielt, die haben sie gesehen, im GFL gibt es jedes Spiel auf Stream und guter Stream und dann einmal in der Woche sogar im Fernsehen, sie sind auf Sport 1 gecodet. Und ich habe einfach gedacht, ja, Broncos haben jetzt in der Formation schon lange nicht mehr gespielt. Ich meine, der Conor Manning hat sie 2 Jahre nicht mehr gespielt. Das wird nicht so einfach. Und ich bin dann überrascht gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und jetzt zweite Halbzeit ist dann halt leider ein bisschen das Haft ausgegangen und die Erfahrung von den Unicorns, dass sie einfach schon auch letztes Jahr noch gespielt haben und jetzt eben auch schon ein paar Spiele hätten gezeigt. Und dann auch einige Fehler, oder?
von der Broncos. Ich bin mir nicht gewöhnt, dass der Quarterback Manning Spieler so überwirft. Gestern ein paar Mal überworfen und sowas macht er sonst nie. Eben, aber das ist nicht seine Schuld, weil halt die Progression, als Quarterback musst du jede Woche können spielen und überwerfen und machen. Und das hat man gesehen. Severin hat wieder sehr gut gespielt, also wirklich überragend, dem muss man nie den Ball geben. Wenn ich mich nicht täusche, hat aber Schwäbisch Hall nur mit zwei Amerikanern gespielt, obwohl sie hätten dürfen vier. Also sie hatten den Running Back und dann den Safety. Ich weiß nicht, was die anderen, sie haben ja sechs auf dem Roster und sie dürfen ja nur vier aufbieten für CFL. Ich glaube sogar nur zwei dürfen zum CFL. CFL. Ah, dürfen wir nur zwei? Ich habe das eben so gelesen, haben sie eben auch gemeint, dass sie nur zwei dürfen aufbieten auch, oder? Und die hatten wirklich die Qual der Wahl gehabt, oder? Ja, dann haben sie gesagt, gut, der Running Back war sehr gut gewesen. Aber der Mar hat wieder mal aus Ding gespielt. Aber der Mar hat jetzt zum ersten Mal richtig Sedina kennen und gesehen, wirklich mal Mühe gehabt mit dem Böhringer, mit einem NFL-Spieler. Der hat dort schon, sie haben ihn dann auf Intro, weil der Mar hat in der ersten Halbzeit eigentlich schon jedem Tackle dran gewesen, oder fast jedem. Und dann dort, wo er dann den Böhringer gegen ihn hat, dann schon ein bisschen Mühe gehabt, ist auch klar, oder? Und es war lässig zum Zuschauen. Einzig Wermutstropf ist, auch wenn es das erste Spiel ist, sind die Flags. Es hat viel zu viele Flags. Und du weißt, wir diskutieren das immer bei unserem Skype, Zoom, Showdown, was auch immer wir nennen. Es sind der Backjudge, will ich jetzt nicht mit dem Namen nennen, aber der, der Dowliner anschaut, der Holdings. Also man kann es auch übertrieben. Und es ist auch in der Swiss League, der same guy, wo einfach, wenn der Spielzug weg ist, wirklich weg ist, und dort gibt es noch clean Zupfer, aber man hat überhaupt nichts mit dem Spielzug zu tun, dann pfeift man das nicht. Das machen sie nicht einmal in der NFL. Und jedes Bit ist, es hat keinen Fluss können reingeben, weil er einfach alles, ich meine, Unique, auf beiden Seiten vom Ball hat er Strafen gegeben. Und dort gegen den drei Touchdowns sind aberkannt worden für die Unicorns. Aber zwei ganz sicher. Dort bei den First Down und so. Und auch der Push in den Back von Mare. Mare hat noch nicht einmal berührt. Er hat ein bisschen Touched. Also ich glaube, es war der Mare beim Kickoff Return. Man muss ein bisschen feinfühliger sein. Und es ist vor allem ist nur einer gewesen, wo drei Viertel von der Flex ist ein Ref gewesen. Aber eben, zum Spiel, schlussendlich ist es eigentlich ein gutes Finale jetzt mit dem Swagger Raiders gegen Schwäbisch Hall, und die sind auch alle schon in der Saison und so. Für Broncos ist das ein bisschen hart, direkt einsteigen gegen so einen Gegner. Aber zum Schauen war es cool gewesen, wieder mal. Schauen wir doch noch schnell, was der Broncos-Receiver Severin Murg zum Spiel gesagt hat. Ich glaube, der Ausschlag hat sich schon in der Halbzeit abzeichnet, glaube ich. Ich auch persönlich muss zugeben, wir sind ein bisschen zu zufrieden gewesen in der Halbzeit. Sind dann wahrscheinlich mit zu wenig Power wieder aus der Halbzeit rausgekommen, was Schwäbisch Hall natürlich nicht gemacht hat. Sie sind da viel routinierter gewesen, wenn man mich fragt. Haben ihr Spiel angepasst, ihr Spiel durchgezogen, und das hat es, glaube ich, schlussendlich den Unterschied gemacht. Jetzt nächsten Sonntag geht die Saison los, Schweizer Meisterschaft. Was könnt ihr mitnehmen von dem Spiel? Ja, ich denke noch Haufen. Also wir haben gesehen, jetzt, oder, das Spiel ist erst noch vier Quarter fertig. Ich glaube, das kann man mitnehmen. Jetzt ist der ganze Fokus auf der Schweizer Liga. Ich glaube, der Europäische Cup ist auch immer ein bisschen Ablenkung. Aber ich denke, wir sind jetzt nach dem Spiel sicher vorbereitet auf die NLA-Saison. Bist du ein bisschen nach mit 42-14? Das hätte es können gehen in den letzten 2-3 Minuten auch, statt 35-21. Eben, jetzt aber trotzdem, was denkst du für den Broncos jetzt im Hinblick auf die Razzia-Saison? So dein Eindruck? Überrascht. Vor allem die O-Line. Ich meine, das ist jetzt aus. Der Mattes ist so alt wie jeder, ist 46. Und der ist immer noch Force dort. Der ist immer noch Left Tackle, oder? Und dann. Die können Speedrushers bringen, GFL-Speedrushers, wo 24 sind und auf dem höchsten Niveau spielen, no problem für Mattes. Also das überrascht mich. Wir haben schon immer gute Spiele gesehen. Ich habe noch mit dem zusammen gespielt. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt, wo ich noch in der GFL war. Das ist Jahre her. Und der ist immer noch am Spielen. Und die O-Line ist sehr, sehr, sehr dominierend. Also das ist, ich habe gestern Abend noch mit unseren Amis, wir haben noch Grillabend gehabt. Haben wir noch darüber geredet, das ist ein GFL, EFL O-Line, was die haben. Und dann hat es natürlich sehr gute Running Backs mit dem Eric, mit dem Hennold und dann zwei Jungen. Quarterback wollen wir nicht diskutieren, ist klar, sehr gute Receivers. Ich weiß nicht, was die Rolle von Lukas ist das Jahr, das tut mir jetzt komisch, das habe ich nicht gewusst, ich habe noch nie mit ihm geredet. Aber sie haben immer noch den Severin, dann haben sie da den Katz, oder wie der heißt, oder? Ja. Und natürlich Sündi ist immer noch dabei, zum Glück. Und Defenses sind
immer noch wie letztes Jahr. Also ich habe sie zuerst nicht tippen, dass sie weit, also dass sie wieder dominieren werden, wie immer in der Schweiz. Aber ich glaube, sie können wir nachher noch. Aber ich bin sehr überrascht, wie gut und kompakt die sind, so, so früher schon. Mhm. Und wirklich mal nicht mehr so viel Import. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht noch unterrichte, ja. Aber es sind sehr, sehr viele Schweizer drin jetzt. Viel mehr als was, eben auch Dolein, Währungs- und Kamenisch und wie die alle heißen, wo ich durch das Roster bin, dann denkt, who the hell is this guy? So. Und dann habe ich gesehen, die sind sogar auf dem Feld. Ja. Und eben, Gott, der Philipp hat mich gegrüßt, der ist schon lange. Aber ja, wirklich impressed. Ja, okay. Sind ja immer noch, sag mal, Herbstcup-Meister, Schweizer Meister von 2019. Wäre ich denn für dich der erste Contender in diesem Jahr? Also erstens einmal, das Herbstcup war eine Fun-League, das nehme ich nicht ernst. Ich meine, Coach Buffum ist ein super Quarterback, das wissen wir alle, wenn einer mit 46 noch Quarterback spielt und das ohne Probleme gewinnt und auch noch ohne Probleme Pässe kriegt. Und bei uns kommt auch, wenn sich beide Quarterback verletzen, kommt der Receiver. Uns im Basel wird das First in Kunde Receiver, wo gar nicht Quarterback ist und spielt Quarterback und wirft drei Touchdowns gegen ein Nazi-A-Team und dann drei gegen ein Nazi-B-Team, das kann ich nicht ernst nehmen. Aber das ist abgehakt, die Herbstliga, das ist ja, für etwas. Genf ist wie immer. Darf ich nicht vergessen, Frankreich hat es so abgesagt. Wir allein haben ungefähr 15 E-Mails, 15 ist noch untertrieben, E-Mails von Franzosen gekriegt, die möchten noch spielen kommen. Die haben keine Saison, die wollen spielen, die wollen gehen. Wir haben da, also in Basel, wir keinen Verein in der Nähe. Aber Genf hat natürlich ein, zwei Vereine, die sehr, sehr, sehr gut sind, die sehr in der Nähe sind. Und das wird overloaded sein. Genf wird overloaded sein. Ich weiß es nicht, ich spekuliere, wir alle spekulieren das auch mit den Leuten, die reden von anderen Teams, ist ja klar. Ich meine, Evian, Tonon, wie weit ist das weg für Genf? Sie sind jetzt lange Ausgangssperre, keine dürfen mittrainieren, das habe ich mitgekriegt. Wir müssen am 7. heiß sein, aber jetzt ist das aufgelöst. Plötzlich sind dann vielleicht 20 neue Leute dort. Man hört ja auch, dass Bern Franzosen haben. Hört man auch. Okay. Von dem her ist, also der Verfolger für mich wird sie, also Verfolger, wie gesagt, gut, das Jahr wird Basel sein. Wir haben uns auch sehr gut verstärkt. Wir haben einen sehr guten Chor von einheimischen Spielern jetzt verstärkt mit Leuten. Wir haben einen Quarterback, der genau ins System hineinpasst, geholt. Und der ist ja da schon ein paar Wochen da, dass er das Timing down hat, weil wir noch gewusst früher oder später von Zahn. Es sind immer die gleichen, die man verdächtigt, die ins Top 4 reinkommen. Oder jetzt ist einfach die Frage, ist es wie der Bern oder Zürich, was fair ist? Mhm. Und da müssen wir wirklich Week 1 abwarten. Okay, Bern ist so ein der Fashion-Tipp, oder? Mit dem Clark und Bern ist auch immer eine solide Basis eigene Spieler, oder? Also, das ist ja so, wir haben so ein bisschen den Hype, ja, ich weiß nicht, die könnten noch gefährlich werden. Es ist ja so, wir haben jetzt gerade gesagt, dass wir Herbst gehabt, das war eine Fun-League, ja. Aber Bern ist ich bin es gerade nachgeschaut, ich glaube, 3. oder 24. Juni 2019 sind sie im Halbfinale ausgeschieden gegen Broncos oder gegen Genf, weiß auch nicht mehr. Sind sie ausgeschieden und seitdem haben sie kein Spiel mehr gespielt. Wir haben am Sonntag, den 20. Juni 2021, das sind 5 Tage vor dem 2-jährigen Jubiläum, kein Spiel gespielt. Genf genau gleich. 2 Jahre kein einziges Spiel. Und wir reden noch von Football. Das lässt nach, aber das ist eben, wie gesagt, auch wenn es Herbst, wir haben es gemerkt bei den Junioren dumm, das ist brutal und bei den Herren ist es natürlich noch schwieriger. Oder? Und Bern, man weiß nicht viel, sie haben den Clark Evans, der mit Tono dann auch noch Meister geworden ist, der ist mit Broncos die ganze Zeit, zweimal, und dann haben sie den Vertrag aufgelöst, dann ist er auf Tono, dort ist auch Meister geworden, wäre eigentlich auch ein Tono gewesen, jetzt haben sie schon 10 so abgesagt, jetzt ist er bei Bern der QB und noch der Head Coach von Fribourg Cardinals, glaube ich auch noch, habe ich mitgekriegt, weil er in Bühl wohnt. Ich weiß aber nicht, was haben sie. Wir sind sicher der Lichte noch einheimisch. Aber man hat auch gehört, es hat ein paar Abgänge an der D-Line und als Linebacker. Man hört einfach zu wenig. Darum habe ich gesagt, man muss abwarten. Week 1. Bei Zürich, der Quarterback, ist Steven Müller. 4 Jahre College gewesen, 2 Jahre Junior College, 2 Jahre Division 2. Die genau wie ein Schweizer Quarterback, genau wie Winterthur. Somit haben wir schon 2 Swiss Quarterbacks, die starten. Einer, der College erfahren ist, der andere, der nicht College erfahren ist. Überrascht mich bei Winterthur, wenn wir zu Winterthur gehen, dass die nicht einen hochkarätigen Running Back geholt haben.
wenn man einen Schweizer Quarterback hat, einfach als Unterstützung. Man hat jetzt einen mexikanischen Receiver geholt. Der ist schon gerade vorgestellt worden diese Woche. Jetzt muss halt der Richard Wartmann zeigen, wie er dass es wirklich verdient hat, Starter zu sein. Weil man hat ja schon seit Jahren spekuliert. Wenn kommt in der Tierst, dann kriegt der Richard seine Chance. Hat es im Herbst gehabt. Ich finde es gut, dass sie auf ihn bauen, aber jetzt muss es beweisen, er ist sehr, sehr guter Quarterback. Ich kenne ihn sehr gut, also weiß, er ist gut. Jetzt muss es beweisen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie einen Receiver geholt haben. Sie haben aber auch Line verstärkt. Und bei Zürich nehme ich mal an, die nehmen keinen Import in der Offense. So, sie haben das letzte Mal auch nicht wählen 2019. Ich, an der Defense weiß ich auch nicht, was dort ist. Darum sage ich, Winterthur, Zürich, wer wird dort. Und Bern natürlich, wer wird dort den vierten Platz machen, wer wird 50, 60, dass man mindestens 2 Wochen warten, bevor man die richtige erste Prognose könnte geben, meinst du nicht auch? Ja, also eben, es ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, ganz klar, aber es ist trotzdem interessant zu hören, für diesen eigentlich ja. So Broncos, Seahawks, Gladiators sind so ein bisschen die First Tier, jetzt in deiner Pre-Analyse sozusagen, oder? Very early, nein, schon very early, weil es ist ja schon in 4 Tagen sind schon die ersten Spiele, aber es ist einfach schwierig. Ich meine, klar geben sie nicht weg und sie wissen auch wenn ich die Leute kenne, wenn ich sie frage, die wissen, ich bin Skype, mache Skype Showdowns, ich bin bei Basel angestellt, die verraten mir auch nicht. Es ist egal, wie lange sie schon kennen, oder? Ich meine, Richard hat mir schon im Februar, wenn er zu mir ins QB-Training kam, hat er mir gesagt, er wird starten, weil er hat Angebot gehabt, von der GFL zu gehen. Da, wo alle jetzt gegangen sind, zu der Ravensburg. Mhm. Und er hat gesagt, nein, er bleibt bei Winterthur, er wird dort starten. Aber das ist die anderen verraten nicht zu viel. Und er hat dann auch nicht gesagt, was und wo. Das will ich auch nicht wissen, weil das hat mich mit dem nichts da, wenn ich sie dort trainieren und so. Aber wir müssen einfach wirklich wissen, schauen, was sie haben. Bei den Broncos weiß man es jetzt halt schon, man sieht das Spiel eine Woche voran. Bevor alle anderen. Es ist eine volle Runde, es gibt ja nur volle Runden dieses Jahr. Mhm. Und dann ist immer gleichzeitig Bias, das habe ich auch gesehen. Also, wir haben das auch genug zu besprechen, weil wir sind immer genug Spiele jedes Wochenende. Mhm. Also, ich bin vor allem gespannt jetzt mit der Ausgangslage für deine ersten Tipps. Aber bevor wir zu den Tipps kommen, noch eine andere Liga startet das Wochenende. Und zwar ist es die European League of Football vom Coach Esume. Man hat das viel diskutiert schon. Ist jetzt oft mal sehr schnell gegangen, dass so also eine Profiliga in dem Sinne in Europa entsteht. Nächste Woche startet die Liga mit 4 Spielen. Was haltest du von dem Projekt? Zweispaltig. Ich kenne den Coach Summe, ich weiß, er ist sehr ein sehr ehrgeiziger Mann. Wir haben 2-3 Mal mit dem im anderen Armer Camp zusammen geschafft. Er ist auch dort ist ein bisschen cocky übergekommen. Aber schlussendlich ist er dann wirklich all netter gewesen. Aber der hat Connections und der kennt die Leute. Und ich meine, es gibt ein Game, es wird jedes Wochenende ein Game auf ProSieber geben. Ich meine, ProSieber ist ProSieber, also ProSieber Max, aber trotzdem. Er hat das alles auf die Beine gekriegt. Er hat die Leute kennt in der NFL, macht einen Anruf, los, vorhin hat es eine NFL Europe gegeben. Um das vermarkten, dürfte ich bitte den nehmen. Weißt du, wie viel müssen wir der NFL eigentlich zahlen, wenn sie jetzt nicht Connections hätte, für die nehmen Berlin Thunder, Cologne Centurions, Hamburg Sea Devils. Für den Fall, die würden einiges verlangen. Er hat sie gratis gekriegt. Also der Mann hat Connections. Das möchte ich einfach mal sagen. Der Coach ist unheimlich Connections mit seinem Management-Team und in dem, was er ist. Er ist nicht nur dort am Sitz und kommentiert das Spiel. Das ist ein ganzes Management-Group hinter ihm, wo er einfach der Präsident ist. Er hat seine Gruppe, geht ja auf Tour und lässt Bücher vor und alles Mögliche. Die Idee ist gut, aber es zerfrisst auch ein bisschen unser Football. Man schaut das GFL Universe, Frankfurt Universe ist die Mannschaft gewesen. We gotta beat Universe. Die haben 84-0 verloren gegen Saarland am Wochenende. Kiel, wo ich seit Jahren gut ist, verlieren alles. Überall dort, wo es jetzt ELF-Teams gibt, sind GFL-Teams, weil alle dort gehen. Stuttgart hat auch Mühe. Stuttgart Scorpions, die haben jetzt Stuttgart Surge. Es sind alle dort gegangen, Stuttgart struggle, hilft ist das wirklich? Dann kommt noch dazu, die ELF gehört nicht zu IFF. Man braucht kein Transferpapier, nicht. Die können einfach gehen. Ob sie ihre Obligationen geschafft haben, also erledigt haben oder nicht. Kein Skat, du brauchst kein Transfer, schied nichts. Natürlich hat die GFL-Players jetzt gesagt, ihr dürft nicht mehr zurückkommen, so, aber das kann sich in 1-2 Jahren wieder ändern. Wir haben auch einen, der gegangen ist. Unser Running Back ist bis Stuttgart Surge.
Ja, der heißt Search, glaube ich, ja, genau. Dort ist er gegangen. Und ja, für den Football selber ist es gut für die Perspektive der Jungen. Ich meine, du hast auch einen Sohn, der sehr guter Footballspieler ist und so. Und es ist hart für die First Teams in der Grenzregion. Ich meine, man sieht, wo wir jetzt auf Saarland sind, im Ludwigspark. Unser Bus ist mit für Security bewacht worden, die Kabine ist für Security. Unsere Spieler sind sich das nicht gewöhnt. Unsere Jungen sind, die sind alle wow. Und dann ist halt plötzlich das Ziel ist GFL oder ELF oder EF, es ist nicht mehr First Team. Das ist ein bisschen schade. Das ist aber auch Zeit, ich meine, wie viel, wenn du schon anspielst, wie viele Programme gibt es? Es gibt so viele Programme, du kannst anmelden und we bring you there and we bring you there. Und ja, die ELF oder ELF wird Football populär machen, aber eben, es wird auch ein bisschen wegfressen anders, weil das Niveau von GFL wird runtergehen. Da geht es recht, muss ich nicht nochmal sagen, ich habe schon mal gesagt, Universe, das kannst du nicht mit anschauen, so etwas in der Stream geschaut, weil ich aus Saarland, also weil ich Saarländer bin, ja. Aber da haben wir können ein Quarter schauen, es ist ja 42-0 gewesen. Ja. Und das kann es ja nicht sein, ja. Oder? Und das wäre, wenn es die ELF nicht gibt, wäre es das nicht. Jetzt ist die nächste Frage. Der Coach Esume oder der Patrick redet schon von 5 neuen Teams nächstes Jahr. Es ist, wenn das in Österreich auch passiert, Svarko ist eine schöne, die sagen nicht, dass sie gehen. Er sagt, Zürich wäre ein guter Standort, dass die Renegades das nicht machen. Ist klar. Also, das weiß ich ja nicht, aber kann man nicht vorstellen. Spanien haben wir schon einen, Barcelona Dragons, und wir haben noch Polen, Warschau, Panthers, wo an Macht sind in Polen. Oder sind ja immer noch, aber nicht mehr in der Liga. Wie tut man jetzt das handeln als Commissioner von den europäischen Ligen, Schweden, Finnland, Schweiz und so, vor allem GFL hat schon gehandelt, wenn das jetzt wirklich grösser wird und man verliert Spieler? Als Fan muss ich sagen, Matthias, als Fan ist es gut, gibt es das. Es wird leider werden dann weniger andere Spiele schauen, sondern sie werden das schauen, weil es einfach viel kommt und es ist halt attraktiver und es wird. Sie haben sogar gelbe Linien in der NFL, den habe ich gelesen. Im Fernsehen, wenn es schaust, also First Down Linie und alles. Für einen Fan ist super, für uns Coaches und für uns, die Football leben und blutend und coachend, wird es nicht so gut. Aber vor allem, weil man wird Leute verlieren, früher oder später. Wir haben ja schon einen verloren jetzt. Also, das muss man auch sehen. Oder was meinst du? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich denke auch, dass es vielversprechend aussieht. Für mich ist das alles jetzt extrem schnell aus dem Boden rausgehauen. Ich hoffe, dass die Qualität, auch wenn es gute Einzelspieler haben, dann wirklich mitheben mag jetzt da in der ersten Saison, dass es nicht von dort her abschifft. Was halt immer ein bisschen das Thema, ich habe eben schon diskutiert, was ist das Team in der Schweiz und so weiter, das kommt ja wahrscheinlich fast nur in Zürich in Frage. Müsste ja fast eine Schweizer Nationalmannschaft sein, wo dort mitspielt, oder quasi so eine Quasi-Nationalmannschaft. Aber eben, wenn man schaut, die Saisonetat, wo die haben, da reden sie, glaube ich, von 800'000 Franken Budget. Das hat kein Team in der Schweiz, nicht einmal annähernd. Das sind natürlich schon nochmal andere Dimensionen, oder? Ja, also darum, ich würde sagen, mal abwarten und Tätering. Ich bin gespannt jetzt mal aufs Wochenende, wie das startet, auch was die Zuschauer haben und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Weil, da hast du recht und ich meine, man muss jedem eine Chance geben, also als Fan ausgesehen. Ich meine, man kann das auch so, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt schon mal, ob der das jetzt ernst gemeint hat, aber ich kenne jemanden, wo Zürich jemanden, oder wir kennen alle, wo ein bisschen etwas gegeben hat in Zürich und der hat gesagt, das letzte Grundstadion wird zum Beispiel frei, wir kriegen ein Fußballstadion, du hast deine VIP, sie brauchen das Stadion weiterhin und werden es billig vermieten. Und auf 800'000 wirst du im Football nicht kommen, da hast du recht, aber du kannst Investoren finden, wenn du sagst, hey los, ich bin auf Pro 7, ich bin dort, machen so eine Bandenwerbung, also weißt du, ich rede jetzt auch von der elektrischen und so wie es jetzt schon haben in den GFL und überall. Auf 400'000 könntest du es schon schaffen, wenn du wirklich Investoren findest und ein gutes Marketing hast und alles. Und das ist dann nicht mehr national, das ist klar. Da hast du wirklich Profis dahinter. Und das hätte ich schon eine Chance. Aber wie du gesagt hast, das wäre nicht Zürich Renegades müssen. Das wäre, wie du gesagt hast, eine Schweizer Nazi oder so. Und das wäre dann auch wieder nicht im Sinn. Und schon wieder hätten wir jetzt Probleme als Coaches. Oder? Das ist, was ich jetzt fordere. Genau das habe ich angesprochen vorhin. Wenn das jetzt wirklich passieren würde, in 5 oder 6 Jahren, dass die Zürich Mannschaft hat, wer möchte nicht dort spielen? Wer möchte lieber in Genf
und auf einem Platz, Fußballplatz, ja, vor 10 Zuschauern spielen oder im Zürich letzte Runde und im Pro 7 Mexiko. Da werden wir uns nicht lange diskutieren, aber das, da die Leute müssen überlegen und dann Ablösesummen, da gibt es keine. Kein einziges GFL-Team kriegt Ablösesummen. Die haben ihre Leute alle ausgebildet in ihren Junioren-Teams und jetzt profitieren die, gehen die dann zu Cologne Centurions und haben das haben nichts davon. Also Teams, die sie ausbilden. Mhm. Gut, andererseits eben, wenn du redest von dem Zeithorizont in 5 Jahren, wenn das wirklich eine gewisse Größe hat und mehr Teams international, dann ist das vielleicht dann eben auch noch eine Perspektive, die interessant ist für einen Spieler, der halt bei uns, sagen wir in der Nazi A, dann irgendwann einfach sagt, ja okay, gut, jetzt habe ich da 5 Jahre Nazi A gespielt, wo geht es bei mir noch hin, oder? Das ist dann vielleicht gleich dann noch etwas, wo noch anstrebenswert wäre. Verständlich, das wäre dann eigentlich auch das Ziel. Mhm. Du willst den besten Spieler dort hat, oder? Mhm. Und es kommt natürlich dann auch darauf an, was der schafft und macht und tut, weil das muss man dann auch noch schauen. Die sind zwar als Profi deklariert alle, aber die müssen einfach die ganze Zeit frei. Es kann niemand leben von dem Geld, wo das dort, auch wenn es 800'000 ist. Das lag, die haben ja alle 53 Mark gehabt, oder du kannst niemandem die 6'500 Franken Lohn oder in der Schweiz hast oder was auch immer, kannst du das nicht zahlen, das ist logisch. Aber es wird sicher aufwärts gehen, wenn einmal so etwas käme, das Spiel der Perspektive, und sie haben auch jetzt Perspektive, aber Wenn man mit den Junioren redet, ich meine, du bist auch Junioren-Coach, ja, Junior College, egal, Alex Reich, der Baumann, alle die, der Marco Messer, Adam, Niki Messer, die sind alle der Weg gegangen, es gibt noch viel mehr Licht, die haben nicht Perspektive gesehen, wir wollen Nazi anspielen, die haben alle gesagt, wir wollen ins Junior College oder sogar Division 2, oder? Wir haben auch schon Division 1 Players, ich meine, wir haben einen wie Buffalo Bulls, der von Winterthur, wir haben den Danny Klauser, wir müssen jetzt nicht wieder in das alles hineingehen, aber das sind Perspektiven. Und wenn es dann plötzlich so ein Team in Zürich gibt, dann heißt es, los, ich will wieder in ILF spielen. Und dann ja. Aber das ist natürlich. Aber sie können auch wenn es Türen nicht gibt. Sie tun ja Scouts laut Coach Jesume, tun sie auch Scouts ganz europäisch nach der ersten Saison versenden. Das heißt, sie campen auch in die Schweiz schauen. Und eben die Camps, die wir auch schon gemacht haben, wo ich eben auch schon geholfen habe, dort sieht man es dann und dann wird er wahrscheinlich schon abwerben. Wie gesagt, wir haben jetzt schon einen, oder? Das ist also von dem her. Okay, das werden wir auf jeden Fall auch dieses Jahr miteinander mitverfolgen. Coach, wir kommen zur ersten Stunde der Wahrheit. Ja, jetzt darfst du wirklich röteln. Herr Brändli, können Sie mir bitte den Rekord von 2019 noch? Hast du den dort? Oh ja, da bist du stark gewesen. Ich mag mich nicht mehr erinnern, aber da bist du richtig gut gewesen. Irgendwie 42 und 3 oder 4 oder 5, ja, irgendwie so, also 3. Wirklich 3. Ich habe falsch gehabt. In der ganzen Saison plus Playoffs und allem drum und dran. Sehr impressive, sehr darum impressive. Darum habe ich auch so eine brutale Salary da als Expert. Genau. Immer richtig tippen, oder? Und ja. Darum bist du auch der Expert, ganz klar. Aber eben, jetzt gerade die ersten Spiele sind wahrscheinlich die schwierigsten. Am Samstagabend um 6 Uhr startet offiziell die Nazi A Football-Saison. Zürcher Derby, auch sehr interessant. Gibt, glaube ich, einen Stream, hoffentlich. Es gibt einen Stream, habe ich schon gesehen. Das wird super, werde ich mir sicher auch reinziehen. Winterthur Warriors gegen Zürich Renegades. Dein Tipp? Was man bei Winterthur nicht vergessen darf, sind auch ein paar Abgänge. Wenn man schon redet, von Spielen möchte in die GFL gehen, was wir gerade gesagt haben, sind ein paar gute Spieler, Receivers und so, die gegangen sind. In GFL zu Ravensburg Razorback. Das ist wieder, eben, man geht meistens zum nächsten, oder? Zürich ist für mich im Moment noch eine Wundertüte, aber ich habe ziemlich Vertrauen in das Coaching-Staff von Zürich, wo mich irgendwie kompakt getunkt hat, das Coaching-Staff von Winterthur, der nicht so überzogen hat im ersten Jahr, dort im 2019, ist 2 Jahre vergangen. Ich tippe jetzt einfach mal wildly, tippe auf ein ganz enges Spiel, Derby. Es wird ein gutes Spiel für das erste Spiel nach so langer Zeit. Aber ich tippe jetzt mal auf Zürich. Muss ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, ich bin da als Experte, habe ich da nicht. Kann ich nicht denken, wie viele Leute jetzt hässig sind auf mich, aber die sind nicht hässig. Aber ja, Zürich. Okay, schon mal zum Fenster rausgelehnt. Sehr gut, der Aufsteiger gegen den Herbstcup-Finalist. Sorry, Manuel, endzone.ch. Follow endzone.ch. Okay.
Der erste Tipp ist Zürich. Das zweite Spiel, auch das wird auch eine ganz spannende Sache. Dann können wir nicht gerade über deine Saisonprognose reden. Basel gegen Bern. Sonntag, Nachmittag um 2. Basel. Ja. Also, es wird sicher noch Abspielschwierigkeiten geben zwischen dem System, wo der Coach Dwayne Wood installiert hat. Ich bin jetzt normalerweise habe ich mit dem First Team wenig Zeug und habe so ein bisschen geholfen mit den Receivers, mit dem Quarterback, aber nicht mehr so viel. Bin jetzt aber gewesen letzte Woche und bin überrascht gewesen. Vor allem Freitagabend, das ist eine Woche vor dem, das ist dort, wo bekannt worden ist, dass wir spielen, oder? Und für mich ist klar, dass Basel gewinnt. Okay. Ich meine schon allein, dass wenn du redest, wie gut, oder wenn wir reden, wie gut Broncos Receiver Quartett sind, wait till you see the Basel Gladiators Core, wenn alle gesund sind. Das ist, ich bin schon lange im Football, aber puff. Ich weiß, ich muss jetzt nicht mehr sagen, weil die meisten das nicht kennen. Aber im Football Insiders, also die, im Football tätig sind, die wissen, das sind 6-7 Leute, die könnten in jedem anderen Team ohne Probleme der Starspieler sein. Und die spielen alle im gleichen Team. Okay, da bin ich sehr gespannt. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich beide Spiele anders tippt. Aber ich tippe ja nicht, darum muss ich mich auch nicht. Jetzt wissen sie ja. Jetzt musst du beim nächsten dann auch sagen, was du Broncos sagen wirst. Ja, es ist halt eben Genf, du sagst es, oder? Man weiß nicht, was dort für ein Spielerschwemme von Tono, weil das sind gute Spieler, die dort von Frankreich herkommen. Aber trotzdem halt an der Ringstrasse. Und Genf ist nicht unbedingt das stärkste Auswärtsteam. Aber dein Tipp? Also mein Tipp ist, sie sind der gleiche Quarterback wie im 2019, wo ich dazu mal schon nicht zufrieden gewesen bin, wenn man sich noch zurück erinnern kann, 2 Jahre, schon wie eine halbe Ewigkeit, das wäre das vor 10 Jahren gewesen. Ich bin dort nicht zufrieden gewesen, sie sind der gleiche. Man hat gehört, die Franzosen haben eben nicht können kommen, weil sie müssen am 7. drin sein und haben nur am Samstag können trainieren. Mein Tipp ist da ganz klar Broncos. Sie sind daheim, sie sind in Spielrhythm und sind eine eingeschworene Einheit jetzt schon. Broncos. Okay, also das wären die ersten Tipp. Zürich, Basel, Broncos. Ist schön. Schön, wieder so Football zu reden. Es ist wirklich schön, über Football reden und nicht über irgendwelche Pandemien und irgendwelche Politik, oder wie man sagt. Also Footballpolitik, oder? Und ich möchte nochmal an dieser Stelle wirklich sagen, an Patrick Gabriel und an Claudio Specia, den wirklich sich hinterleiht, auch für mein Camp, wo ich hatte, wo ich die Amerikaner reinbringen musste, die haben da geholfen mit ihren Schreiber. Dann sind sie nicht reinlassen am Flughafen. Dann hat der Verband gerade mir geholfen, die reinzuholen und auch sonst, was sie da gemacht haben, jetzt für den Semi-Pro-Status. Also, auch wenn man sie kritisiert ab und so, das darf man auch, wir werden ja auch kritisiert, die haben wirklich einen super Job gemacht. Der Claudio hat sich dort wirklich in das Zeug geschmissen, dass wir den Semi-Pro-Status kriegen. Sonst wäre das First Team jetzt wieder nicht. Dann wäre ich immer nur noch im Arsch. Vielleicht sage ich auch U19 am Wochenende. Und ja, später kommt ja dann auch noch die Nazi B und Nazi C dazu. Also wir werden einen geilen Sommer haben, Football wieder, endlich. Und ja, Zuschauer dürfen nicht alle rein. Und ich weiß nicht, wie es gestern war mit euch mit dem Test, ob das die Leute abgeschreckt hat oder was. Aber das wird dann auch wegfallen im Juni. Und es wird ein lässiger Football-Jahr. Und hoffentlich ein bisschen spannend. Das wäre das Wichtigste. Absolut, da kann man sicher mit der Verbandspitze Kompliment machen, auch die ganze Kommunikation ja, muss es machen, also tipptopp. Gut, Coach, dann wäre es schon gewesen für unsere erste Episode in diesem Jahr. Ich freue mich, die nächste Woche wieder zu hören und dann verfolgen wir die Football-Saison hautnach wieder mit. Jawohl, ich freue mich auch und ich bin wirklich excited und ready to go. Also jetzt als da in Skype meine ich nicht auf dem Platz, das haben wir ja schon. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir da an dem Abend können dann sitzen und einfach mal diskutieren. Und es sucht sich immer mehr Entlänge aus, weil es einfach immer mehr jetzt diskutieren geht. Aber nächstes Mal müssen wir wenigstens nicht mehr dann Vorschau machen. Das ist dann immerhin noch gut. Aber ja, danke vielmals, dass ich wieder kommen darf.